Endlich, wir sind oben. Und wo sind jetzt die Hartes-Wasser-Naschereien? Hier oben sind die doch garantiert nicht. Meister Plattnase hat gesagt, dass man sie schwer findet. Vielleicht ihr alle müssen besser suchen. Ja. Ja. Oder mein Papsi hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht. Hä? Wo kommt das her? Es ist ganz laut, so als würde ich direkt davor stehen. Meister Plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ihr zu laut. Oh nein, es gibt sie nicht. Und ob es sie gibt? Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Nicht zu laut reden, es Freunde. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, ganz klar. Es kommt von hier irgendwo. Na? Das neue Lied kommt von den süßen Blasen, die von hartem Wasser eingeschlossen sind. Das müssen sich die anderen ansehen. Freunde, hartes Wasser runterfällt. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Zugehört! Sein ruhig! Oh, oh. Haltet euch, Freunde! Ich komme! Schnell, Ducky, versuch da oben raufzukommen. Ich helf dir. Wenn wir uns aufeinander stellen, kann Chompa uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Naja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben es fast geschafft. Also die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder. Die gibt wohl nie auf. Oh, sie liebt ihre Eier. Oh ja, das tut Genug sie. Genug gequatscht. Lauf! Wir sind da. Kommt alle her. Hier wird sie uns nicht entdecken. Interessanter. Weg hier! Oh
drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr gruselig. Das sind die meisten Babys nicht. Oh. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, das sind sie, das sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Japp, japp, japp. Auf Abenteuerreise gehen. War wunderschön, ganz wunderschön. Wir haben's geschafft, denn endlich sind die Schafzahneier hier. Jetzt sind die Kleinen ausgeschlüpft. Das Herz im Leib vor Freude hüpft. Vergiss nicht, was sie essen wollen. Jetzt lasst uns gehen. Wir haben's geschafft, ja wieder mal. Und wir beschützt das große Tal. Das war doch klar. Wie wunderbar. Das Abenteuer war zwar schön, doch jetzt muss es zu Ende gehen. Die Schafzahneier sind nicht mehr da. Das Abenteuer ist vorbei. Oh ja. Und jetzt geht es ins große Tal. Das ist nur eine Geschichte, Petri. Darum musst du keine Angst haben. Der verborgene Flitzer? Littlefoot! Littlefoot! Zeit ins Nest zu gehen, ihr Kleinen. Oh. Alles klar, Großmutter. Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr. Als ob du uns damit Angst eingejagt hättest. Ruby, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich hab keine Angst, aber... Ich bin allein unterwegs. Japp, japp, japp. Die große helle Scheibe macht alles so schön warm. Ich glaube, das ist nicht normal. Nein, nein, nein. Spikey? Hallo? Der verborgene Flitzer! Japp, japp. Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten. Nein, nicht alle. War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Dreihörner haben keine Schlafgeschichten. Aber du hast doch geschlafen, also hast du auch Schlafgeschichten. Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer. Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben. Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun, aber verborgene Flitzer schon. Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen, aber ich ihn genau hier gesehen, mit eigenen Augen. Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt, vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist. Also schön, Petri, und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts.